Und willkommen zurück. Weiter geht es bei H1 Z1. Und ihr seht es, wir haben uns gefunden. Die Dano ist mit am Start. Grüß dich. Hi. Und der Matze, der ohne Hose, es ist ja auch heiß. Dos Canonos, beide kann man sehen. So. Ich muss weg. Geh doch was an. Hab ja nichts. Dann geh doch was suchen. Hier war ja nichts. Der Koya hat ja alles gelootet. Ich habe alles geschreddert. Ja, schauen wir mal da unten. Vielleicht ist da was respawned. Und ansonsten müssen wir in die Richtung. Da hinten sind ganz viele Häuser. Dann noch irgendwann eine Hose. Hm? Ich sage, ich finde schon noch irgendwann eine Hose. Ich habe ja eine Satchel. Ja, gar kein Problem. Den Platz brauche ich nicht. So, hier gehen wir nochmal schnell durch. Ja, jeder eins, ja? Jojo. Ja, ich bin im zweiten. Ich bin im dritten. Spool of Twine hat sich schon gelohnt. Zweimal. Wer eine Hose findet, bitte einpacken. Oh, ich schredder sie gerade. Nee, Quatsch. Ich hab eine. Brown Jeans. Nee, also braun gefällt mir nicht. Okay. Das passt nicht so, ne? Zur Haut. Nee. Passt nicht so zur Hautfarbe. Zum Tang. Ja, nee. Schon verständlich. Würde ich ja auch. Noch eine Brown Jeans. Ich kann dir leider keine Variation bieten. Es tut mir leid. Ich hab sie um. Hm? Achso, färbe sie bitte um. Muss man eine Waschmaschine finden, dann kann man noch ein bisschen umfärben, ja. So, dann, ich komme mal raus und in den vierten. Warte. Hose. Warte. Ja, kannst du doch gleich. Ich will die Hose loswerden. Hier. Bin noch wieder draußen. Liegt auf dem Boden. Sieht aus wie ein T-Shirt. Das ist vielleicht bescheuert. T-Shirt-Icon und ist eine Hose. Leute, Mann. Early Access hin oder her. Hier ist eine Machete. Braucht noch jemand? Bei der Danu. Du hast es schon? Natürlich. Die Miss Machete. 2015. Ich kann doch nicht ohne rumrennen. Das war so cool. In den Kommentaren hat irgendjemand Danu die Miss Machete genannt und seitdem ist sie dann Miss Machete 2015. Ist ein guter Titel. Sind alle total kaputt. So. Ist die Matze auch so weit? Die Matze ist fast so weit. Die Matze ist near ready. Ist near ready? Matze muss what eaten. What eaten, yes, we all must what eaten. So I would say we go to the houses there down and eat there. Yes, I found some sausages and I have them eaten already. Oh, this is nice. Wer ist Nürnberger Sausages oder Frankfurter Sausages? Das wäre English Sausages. English Sausages. Was someone in the fifth wie, house? Wie wer in the fifth house, yes. Nee, nur noch du. Ich bin schon längst wieder raus. This was okay. English for runaways. Where so. Is the Danu? The Danu is here and where is the Koya? Ich bin hier. Na, der ist im Haus. Ich hab nur gerade ein paar Bären geholt. Bin da. Bären oder Bären? Beides. Hier, hinter euch. Matze, umdrehen. So. Wollen wir? Ja, wohin? Zu den Dörfern. Einfach mir nach. Ob das so klug ist? Also ich kann euch zielsicher in den Bärennest führen. Das war noch nie klug, wir tun es trotzdem immer wieder. Es tut nicht so, wer ist denn hier die ganze Zeit gestorben? In der letzten Folge. Ich habe meinen Hubbeutel wieder gefunden, sei mal ganz ruhig. Hilfe, Hilfe! Mann. Jupst gleich, pass auf, ohne Zombie. So bang, Zombie. Ich höre nur so eine Sehne gespannt. Jeweils einer links, einer rechts, das sollte reichen, oder? So, aber hier war das vorhin, wo diese Zombies waren, wo ich so gestorben bin. Ja, dann rat mal, wer sie alle getötet hat. Na, du nicht. Nee, entschuldigen Sie bitte, aber mir kam gerade etwas Kotze hoch. Ich habe die... Auto, rechts, down, legt euch Z. Z hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, es ist vorbeigefahren. Es wird der gleiche von vorher sein.
Jupp, der ist weg. Scheinbar ist der nicht ganz böse, weil der ist vorhin auch schon relativ nah an mir vorbeigefahren. Ich glaube, da hat er mich schon gesehen. Ja, nee, der hat genug Spaß daran, mit seinem Auto die Zombies herzuprovozieren und... Ach so. Ach so, hier war ich vorhin zum Looten. Da kam ja gar nichts bei rum so richtig. Hinter uns ist ein Zombie, aber den ignorieren wir. Lass uns mal weiter. Also ich hätte ansonsten diese Base, diese von der letzten Folge, wo ich war. Da war sehr viel Munition. Könnte sein, dass da auch... könnte sein, dass da auch Waffen spawnen. Aber wir probieren es halt. Ich war hier selten unterwegs. Ich schau mal das Haus weiter rechts. Da steht ein Pickup davor. Ich gehe in das linke. Ob der Pickup taugt, aber ich glaube, der ist kaputt. Ich bin hier im linken, ne? Schau das zweite Haus. Ja, der ist kaputt. Schade. Das war das Haus, in das ich flüchten wollte vorhin, um mich zu verstecken. Oder war die Tür kaputt? Nein, ich bin in eine Tür rein und habe gesehen, dass da noch zwei offene waren, von der auch überall Zombies reinströmten. Sinnvoll. Sinnvoll, sehr sinnvoll. Ach, hier bist du schon. Ich gehe ins nächste. Okay. Okay, Hydration wird das ernsthafte Problem. Stein, kein Bär. Gut. Braucht jemand noch ein Combat Knife? Nee. Braucht ihr eine Hunting Rifle? Ja. Komm ins zweite Haus. Ins Schlafzimmer. Hast du nicht irgendwas, was du noch nehmen kannst? Oh, ein Event-Ticket. Ich habe auch eine. Ich habe eine. Ja, kann ich. Ich habe im Schrank ein Event-Ticket gefunden. Ja, Gratulation. Dann, Danu, nimm du dir die Hunting Rifle noch. Ich habe auch eine, das ist schon mal gut. Und hier sind sogar Rounds. Nee, aber nicht die zugehörigen. Schade. Die ist nur ziemlich kaputt, meine. Was hatten die noch? 650 von 2500. Meine hat 775, können wir tauschen nachher. Ja, nö. Oh, hier ist noch was. Eine AR-15. Matze, wie viel Schuss hast du für die? Null. Nein, du hast für die Schuss. Du hast doch deinen Loot wiedergefunden. Ach, das waren die AR-15 Schuss? Diese 7, 6, weiß nicht was. Ich komme rüber zum dritten Haus. Nee, Quatsch, das ist AK-45. Ja, eben, die AR-15 ist ja, AK-47. Die AR-15 ist ja die alte. Ach man, gerade mal voll verwechselt, sorry. Also, ich bleib bei 0. Ja, leider. So, kann Bandana. Nicht schießen, wenn's mich siehst? Ich hab keine Schuss, das sind alles 380er gewesen. Statt so, 308er. Wo seid ihr? Im dritten Haus. Im letzten, dritten, weiß ich nicht, ja. Also... Da wäre eine Empty Bottle. Wo? Da in den Kabinen. Okay. Zack. Hab ich hier schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, hier war ich wohl schon. So, Auto. Weapon Repair Kit. Das ist gut. Hi Matze, Sparkplugs nehme ich mit. Ein Bandana. Scrap of Cloth. Komm. Ich sag ihm lieber nicht, was er alles übersehen hat. Was? Ich hab noch ein Hunting Rifle in der im Bad und Munition. Da im Bad war ich noch nicht. Glaube ich. Also. Achso. Denke ich mal. Okay. Was hatten die Hunting Rifle, die da liegt, ehe ich jetzt das Weapon Repair Kit verschwinde? Moment. Ach, hier liegt ja noch eine AR rum. Ja, ja, genau, die ist es. Die AR-15, die. Kannst ja mal gucken, welche stabiler ist noch. Das Bad überhaupt? Hier. Ja. Ja, doch, hier war ich vielleicht sogar schon drin. In die Badewanne habe ich, glaube ich, geguckt. Bitte? Ja, die Munition hast du dann trotzdem übersehen. Ja, mag sein. Ich lege mal hier meine Hunting Rifle hin, um zu vergleichen. Ohne Machete. Wie viel hat die? Die ist gut. 950, gut. Erstmal die. 560. Okay, schlechter als meiner. Ja, ich habe eine 624er, reparier sie gerade. So. Ja, dann sind wir doch ganz gut ausgestattet, zumindest was Waffen betrifft. Hat jemand eine 308er Round? Nein. Keine. Gut. 380er habe ich. Ja, die habe ich auch. Das sind die Pistolendinger, die billigen. Nee, nur 380er. Shit.
Kommt man da hin zu den Tischen? Liegt aber nix. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, die Häuser hier alle weitestgehend durch. Wollen wir uns das Camp mal anschauen, wo ich überlegt habe, dass wir eventuell ein Lager errichten können? Okay. Ja. Können wir machen, ne? Matze ist noch drinnen? Ja, ich bin gerade ein bisschen dran zu discovern. Ah, das machen wir später, komm. Ja, ein klein, zwei, drei Stück jetzt. Haben wir. Ja, gut. So. Er kommt nicht. Wird das schon wieder dunkel? Ja, die Sonne geht schon wieder unter. Wow. Das ist aber schon schnell. Naja. Gut, dann die Straße nach rechts. Und da müssten sogar auch nochmal Häuser kommen vorher, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Stückchen. Ja, ja, das ist da, wo ich vorhin gestorben bin, dann. Die Richtung. Wollen wir auf das Rennen ist jetzt minimal, weil ich sehe, ich laufe normal hinter dir. Mhm. Du kommst nur noch sehr wenig weg. Ich renne jetzt aber auch nicht mehr, weil ich habe echtes Wasserproblem. Ich auch. Ja. Ich hab, absolut ernst. Ich habe ein Dirty Water, das bringt mich aber auch nicht weiter. Nee, ein Stagnant Water habe ich, das könnte ich zur Not reinhauen. Lass uns mal zum Brunnen gehen, da ist einer. Da, wo wir hinwollen. Habt ihr noch Empty Bottles? Zwei Stück. Zwei, okay. Ich habe auch zwei. Dann können wir die da füllen, haben wir schon mal Stagnant. Vielleicht machen wir auch einfach ein Feuer dort. Ich glaube, da war auch ein Lagerfeuer. Zombie ignorieren wir, versuchen wir mal außenrum. Und da vorne am Wäldchen, linke Hand, da wo die Tannen stehen, da war der Bär. Sollten wir uns also auch eher rechts halten. Ich frage mich, was mit dem passiert ist, warum der auf einmal weg war. Ach ja, ist das nicht schön? Sonnenuntergang, rosa-roter Himmel. Ja, ganz idyllisch, romantisch. Toll. Traumhaft. Ich glaube, die haben wirklich was an den Lichteffekten gemacht, oder? Ich glaube, die haben wirklich was an den Lichteffekten gemacht. Ist ein bisschen hell insgesamt. Sieht. Ja, aber es ist so, diese Reflexionen und so ist doch ein bisschen schöner geworden, finde ich jetzt. Es ist so ein bisschen. Sieht irgendwie bei mir aus wie eine falsch eingestellte Gamma. Okay. Ja, so insgesamt, aber ja, schöner ist es. So ein bisschen, ja, so Dunst halt, der dann so hell scheint, ne, so. Ja, stimmt schon. Aber es ist stimmungsvoller, muss man einfach sagen. Das passt schon ganz gut. Da vorne seht ihr schon diesen braunen Bunker. Mhm. Ja. Ich sehe einen Wolf. Ja auch. Der soll mal kommen. Den kriegen wir hin, würde ich sagen. Hupa, der kommt auch. Die haben das Fadenkreuz auch derb geändert, ne? Wenn man den Bogen spannt. Ja. Kannst du es ernten, das Tier? Ja, ne? Ernten ja, looten nein. Hier liegt das Fleisch rum. Okay, nehme ich mit. Moment, ich mach's. So. Okay. Da könnte noch was kommen, Moment. Ja, ich mach's dann fertig. Dann kann ich's direkt aufs. Oder so. Okay. Dann machen wir in dem Lager doch einfach mal ein Feuer und hoffen, dass keine Zombies kommen nachts, ne? Ansonsten haben wir eine Tür, die wir verteidigen müssen, wenn die nicht uns direkt um die Nase herum spawnen. Was dem Spiel zuzutrauen wäre. Ja. Dass die einfach so mitten im Lager spawnen dann, ne? Ist hier irgendwas? Außer Kisten? Salt Packet? Hm. Auf jeden Fall haben wir hier Matratzen im Campingwagen, also das ist auch vorteilhaft. Und in dem Lager ist ein Brunnen, also eigentlich eine coole Gegend, finde ich jetzt, für eine Base. An sich nicht schlecht. Wenn da nicht schon bewohnt. Nee, war keiner drin. War leer. Dann eine gute Idee. Und hier ist auch Munition nachgespawnt schon. Eine Hatchet liegt hier auch, also falls jemand noch nichts zu fällen hat. Wir haben ja alle Macheten und so Sachen. Und hier ist ein Feuer, also eigentlich genial, finde ich jetzt zumindest. Aber gehen wir erstmal zum Brunnen, füllen da auf. Und dann können wir das Feuer machen.
Ah, empty bottle, use. Da kommt doch schon der erste Zombie zu Besuch. Ja, sollen sie. Der mag schon Hallo sagen. Empty bottle habe ich jetzt nichts mehr, ne. Zweimal Stagnant, viermal Wolfmeat. Ich denke, es lohnt sich, ein Feuer zu machen. Ihr habt ja auch noch, dann haben wir fünf Wasser. Vielleicht ist im Haus noch eine leere Flasche. Ne. Nee. Nee. Grey Camo T-Shirt, wenn jemand will. Weiß nicht, ob ihr noch so bunte Dinge habt. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Nö. Nee. Ich glaube, ich zieh mir mal so einen Stagnant Water gleich rein. Nee, komm, wir machen Feuer. Mach einfach an. Ich hab einen Leiter. Kein Thema. Moment. Ist bei dir so eng oder wie? Willst du jetzt gleich trinken? Nee, es geht noch. Okay, dann würde ich nämlich noch ein klein wenig warten, dass wir nicht jetzt schon von Zombies überrascht werden. Im Bus habt ihr schon gelootet? Nee. Oh, aber nix. Ja gut, dann... Dann machen wir Feuer, komm. Hui! Da in die Ecke einen schönen Shelter und fertig. Ja, ich weiß nicht, ob man hier drin bauen kann. Wahrscheinlich müssen wir außerhalb den Shelter bauen. Ah, jetzt passiert auch was. Sekunde. Wolfmeat, Stagnant Water. Dann schmeißt mal schön rin. Jetzt hoffe ich echt, dass keine Zombies angelockt werden. Das wäre hier oben heftig. Ja. Ein bisschen Spaß. Habt ihr genug Berries? Naja. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar mehr, das ist eher das Problem. Okay, dann gehe ich jetzt gerade nochmal ein paar Beeren sammeln. Ich hab ein paar. Und bring die mit, dann können wir uns gleich Blackberry Juices aus den Dingern machen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Natürlich gibt's wieder Branches. Ah ja, klar. Die brauchst du. Für die Bären. Ja, natürlich. Weißt du das nicht? Nein. Okay. So, wie viel Wasser kriegen wir? 5. Maximal. Das heißt, ich brauche 5 mal 5, 25 Bären. Huch, jetzt habe ich Kornseed weggeworfen. Das war falsch. 25. Also 3 kannst du schon mal haben. Ja, ich bin noch am Bären jagen. Okay, sagen wir 2, weil eine trinke ich. Ja, du kannst ja gleich wieder aufhören und auf, ja. Genau, aufhören, reinschmeißen. Ich bringe einfach auch ein paar mehr Blackberry-Dinger mit. Dann können wir uns mit den Blackberry-Juices den Magen und den Durst vollschlagen, quasi. Eben, das geht ganz gut dann. Dann hole ich jetzt mal einen ganzen Haufen von den Blackberry-Dingern. Habe ich das Wasser gesoffen aus dem Brunnen und nicht die Flaschen befüllt? Ja, ist zum Glück nicht schlimm. Aber es ist ein Klassiker, der passiert immer wieder. Ja, total. Das ist richtig. Ja, also definitiv, das war mit dem Headshot nicht nur irgendwie einmalig, das ist jetzt. Feuer ist aus. Echt? Okay. Das ging aber schnell. Hat jemand das Fleisch rausgenommen? Nein. Dann ist es weg. Alter, wie schnell geht denn das Feuer aus? Das war jetzt wohl ein schlechter Witz, oder? Ja, Feuer ist aus, Fleisch ist weg. Waren noch Flaschen drin? Ja. Ja, bestimmt. Die sind noch viel wertvoller momentan als das Fleisch. Sind die auch weg? Oder hast du die genommen, Matze? Nein, ich habe nichts genommen. Oh, scheiße. Okay. Ich brauche dringend was. Das heißt, wenn es Feuer ausgeht, ist alles weg, was drin ist. Ja, vermutlich. Wenn es nicht da jetzt daneben liegt in irgendeinem Paket, dass sie das mal gepatcht haben oder so. Weißt du, das ist etwas, das schaffen andere Games
Gut, ich muss jetzt wieder den Arc-Vergleich bemühen, aber von der ersten Sekunde an sowas drin zu haben. Dass wenn irgendetwas despawnt, wo Items drin waren, dass dann die Items droppen und wenigstens ein paar Minuten lang verfügbar sind. Da greift man sich schon an den Schädel bei diesem Spiel ab und an. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwie ein, zwei Flaschen wenigstens? Zwei habe ich noch mit Stagnant Water. Aber hier ist doch noch das Feuer. Bei mir ist es aus. Bei uns ist es ja, aus. Ja, aus ist es, aber hier ist noch Feuer. Ja. Also es noch ist aber Feuerholz. Aus und es liegt nichts drin. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Das ist nicht mal mehr, dass das Feuerholz despawned ist, sondern. Das ist ja wohl ein ganz schlechter Witz. So, es ist wieder an. Einmal das Wasser dann bitte rein. Ich brauche ganz dringend. Ist drin. Einen Schluck. Purified Water ist drin. Stagnant Water sind jetzt drei drin, Purified 2. Ja, die haben wir auch gerade reingetan. Achso, ich dachte, es wären nur noch zwei Flaschen da. Lässt du mich dann ran, bitte, Matze? Achso. Jetzt. Na toll, du hast jetzt alles rausgenommen. Ich hab nicht alles rausgenommen, ich habe zwei wieder rausgenommen gerade. Ich wollte eins, sorry. Ich bin hier am Verdursten und krieg's Wasser vor meiner Nase weggeschnappt. So, Drink. Oh. Mir kommen die Tränen. Merk ich. Dann nochmal auffüllen. Das ist ja echt brutal, also. Ja, toll, jetzt habe ich auch wieder draus getrunken. So, ich habe zwei Blackberry Juices dabei. Mehr ist jetzt bei mir nicht drin. Ja, ich habe wie gesagt ganz viele gesammelt, also insofern können wir uns damit jetzt erstmal den Magen vollschlagen und dann weiterschauen. Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig, ich bin voll. Ich bräuchte noch eins. Dann mach nochmal frisches. Eins haben dann nur, oder? Eben, schmeiß es ihr hin, mach nochmal frische danach. Ich habe ja Beeren dabei, genug. Komm. Auch noch eins. So. Hast du? Ja. Das mit dem Fleisch ist ärgerlich. Dann hätten wir uns da jetzt auch schon den Magen vollschlagen können. Wie du? Ich hab schon wieder das Zeug getrunken. Statt die Flasche zu füllen. Ja, das, ne? Ist voll aus der Übung. Ja. Koja, hast du Hunger? Ja, hab ich, aber ich mach das mit den Bärenzeugs. Das geht am simpelsten. Brauchst nicht, ich hab es mit. Ja, ich hab auch noch. Also, ich hab noch Futter. Das würde ich nur dann, wenn wir mal auf Tour sind, wenn wir nicht die Gelegenheit haben. Okay. Mit den Blackberries. Obwohl das mit den Energy ist. Bist du gerade drin, Matze? Probier es. Oh, es also kann sein, dass ich noch drin bin. Moment, sorry. So. Sag, wenn du fertig bist, Matze. Also wirklich viel bringt's nicht. Komm, dann esse ich ein Barbecue Chicken. Ich bin tired. Oh mein Gott. Fertig. Hast du ein paar Berries, Koja? Ja. So, 10 Stück. Achso, ich dachte, eine reicht. Ich habe mal wieder nicht Tab gedrückt. So. Danke. So, ich habe einen Blackberry Juice jetzt. Ich gehe mal kurz schlafen, ne? Achso, nee, warte mal, ich gehe nicht schlafen. Ich muss nochmal die Empty Bottles auffüllen und nochmal Juice machen gleich. Yeah. Was ist denn das für eine Reihe? Achso, nee, können wir nicht machen. Aber Zombies werden nicht durchs Feuer angelockt. Das ist schon mal eine Feststellung. Zumindest nicht hier. Und mich reicht das Feuer jetzt noch, wenn das jetzt wieder ausgeht und die Flaschen weg sind. Stagnant. Komm, während man drin ist, wird das ja hoffentlich nicht passieren. Der Hammer. Das wäre wirklich dann. Dann finde ich endgültig den Glauben. Purified. So, dann Blackberry Juice. Max. Dann habe ich auch zwei Stück. Habt ihr alle wenigstens einen? Ja. Einen. Gut. Ah, oh, Sliced Peaches. Eine Dose. So. Und dann einmal schön pofen. Oh.
Achso, ihr seid ja noch nicht müde, weil ihr alle respawnt seid ein paar Mal, ne? Da dauert das bei euch noch. Genau. Ja. Aber ja. Ich könnte uns das Sleeping Mat hinlegen, dann können wir alle drei schlafen. Hast du einen Tarp? Lag da gerade im Auto. Oh, cool. Könnt auch eine herstellen. Ja, dann. Also ich habe jetzt gerade schon geschlafen, aber dann könnt ihr das ja auch noch nachholen. Dann sind wir alle well rested. Eben. Und dann wahnsinnig schnell. Ich leg's uns da ein. Matze, kommst du in den Wohnwagen? Ja, kann man die immer benutzen, auch wenn man nicht müde ist. Jetzt, es, nein, jetzt auch nicht mehr. Danu, lass es uns doch hier drin hinlegen. Oder, also im Haus, oder nicht? Ach so, da in den Wohnwagen. Stimmt, hier ist ja auch noch ein. Macht leider keinen Unterschied. Es steht da, du kannst nicht schlafen. Was? Ja, das geht nicht mehr. Geht nicht, ne? Na super. Hat sich ja gelohnt. Also kannst du uns jetzt davonlaufen, Kuya? Ja. Dann mach ich alleine das. In die Zombies rein. Ja, genau. So mache ich das. Ja, dann sind wir halt nicht well rested, aber die Folge ist trotzdem fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann haben wir vielleicht eine Möglichkeit, hier aufzubrechen in, ja, in was? In welche Richtung eigentlich? Wollen wir Richtung Ranchito oder Richtung Pleasant Valley? Also Pleasant Valley will ich, glaube nicht. Ranchito wäre vielleicht interessant, hä? Ja. Ich denke auch. Dann schauen wir da mal in die Richtung, ob wir da ein bisschen looten können, ein bisschen was finden. Und wenn nicht, dann werden wir mindestens mal den Tod finden, würde ich sagen. Schon wieder? Das wird da, denke ich, sehr schnell gehen. Ja, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mal schauen. Nicht schon wieder, bitte. War doch lang nicht mehr. Eine ganze Folge nicht gestorben, hey. Yay. Yeah. Yeah. Wann hat es das letzte Mal gegeben? Hey. Yeah. Yeah. Wir werden dann jetzt noch ein bisschen feiern und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann auch wieder mit am Start, wenn es hier in der Zombie-Apokalypse ohne Zombies weitergeht. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.